Er hat dir. Oh ja, so mag ich das. Es sah nach etwas Essbarem aus, aber es roch nach einem verendeten Tier. Nehmen wir mit für den Geier. So, reden wir mal mit ihm hier, mit dem großen Kartoffelmenschen. Lilly hatte sich den Schamanen irgendwie anders vorgestellt. Kleiner. So, dann mal reden wir mal mit ihm. Mom, kurz AFK. Re. Okay, jetzt sagen wir mal zum Wendigo. Autovervollständigung. Meinten Sie Wendigo? Aha. Wait. Got it. Wikipedia-Eintrag. Wendigo. Der Wendigo. Vielfraß. Auch Wendigo. Plural. Wendigo-Wack. Dämon aus der Mythologie der Anishinaabe. Wendigo-Wack. Gelten als besonders stur und uneinsichtig. FYI, sie stinken bestialisch. Lol. Oh Manometer. Ah, jetzt Rauchzeichen bitte. Autovervollständigung, meinten Sie Rauchzeichen? Aha. Roffel, das sind keine echten Rauchzeichen. Mein Roter ist in der Präriehitze nur heiß gelaufen. Jetzt willst du sicher wissen, mit was ich für einem Server arbeite, oder? Mit einem Apache. Ah, der ist mir sehr sympathisch. Waffe gegen Wendigos, bitte. Autovervollständigung, meinten Sie Waffen gegen Wendigo-Wack? Aha. Wait, grad mal auf Tipi Bay ersteigern. Bestellbestätigung ausdrucken? Ja, nein, cancel. Aha. Print. Hier. Es gibt scheinbar nur ein einziges wirksames Mittel gegen Wendigo-Wack. Gib das Rezept dem Quacksalber. Die Bestellung müsste bei ihm angekommen sein. Ich habe mich in sein WLAN gehackt. Und wenn du schon mal da bist, ich habe mir etwas über Appalachesohn bestellt. Es, ist nicht wirklich für mich. Ich habe nur aus Versehen auf ein Pop-up-Fenster geklickt. Aber wenn du schon mal da bist, könntest du es auch gleich abholen. Thanks. Oh meine Güte, der ist lustig drauf. Gut, dann gehen wir nochmal die Bestellung abholen. Beim Quacksalber. Hallo Quacksalber. Ich hätte ja ein Rezept. Moment, erstmal lesen. Waffen gegen Wendigo-Wack gab es scheinbar nur auf Rezept. Da war ein Rechtschreibfehler. Ah, ein Rezept. Wunderbar. Dann wollen wir doch mal sehen. Hier, die Bestellung habe ich erhalten. Hier. Und wo du gerade da bist, ich habe hier noch eine Lieferung für den Schamanen. Bring es ihm doch bitte vorbei. Ja? Machen wir, was ist denn das? Da war eine Dose im Paket. Lilly war gespannt. Aha. Enthaarungscreme. Okay, die... Deo. Ozonax for Wendigo-Wack. Mit der Extra-Portion FCKW. Enthaarungscreme. Was ist das? Enthaarungscreme. Was fehlt mir denn noch? Enthaarungscreme. Okay. Ach je. Wunderbar. So. Was willst du denn haben? Guck mal. Ich hab das nicht bestellt, da... muss ein Irrtum vorliegen. Ja, du hast ja keine Haare. Willst du Deo? Das brauch ich nicht. Wer sich nicht bewegt, kann auch nicht schwitzen. Lilly hatte sich kleiner. Finde ich eine sehr gesunde Einstellung. Ja. Wir haben aber noch hier einen Geier, dem wir ein bisschen Junkfood vorbeibringen können. Und dann mal gucken, wie es weitergeht. Was ist das? Rieche ich da etwa verdorbenes Fleisch? Aha. Verdammt, dann hätte ich doch längst anfangen müssen zu kreisen. Da habe ich wohl meinen Einsatz verpasst. Wenn dich jemand fragt, kannst du bitte einfach erzählen, dass ich gekreist habe? Ja, übertreib auch gerne ein bisschen. Bau einen Looping ein, du weißt schon. Und das nächste Mal kreise ich auch wieder. Ehrenwort. Oh, meine Güte. Keine Ahnung. Das Essen hatte schon lange genug in der Sonne gelegen.
Das mag sein, aber schade. Ich dachte, der hätte dem jetzt was... Keine Ahnung. Machen wir denn jetzt hier mit unserem Goldgräber und der Cash-Cow? Die Cash-Cow wollte Lilly weder zertrampeln noch auffressen. Sie schenkte ihr einfach nur keine Beachtung. Können wir denen denn nicht heimlich Junkfood in die Satteltasche spülen? Ja, ach genau, dann fängt der Dingens an zu kreisen, deshalb. Lilly steckte das Junkfood heimlich in die Satteltasche. Es sollte eine Überraschung werden. Ja, das macht Sinn. Dann läuft der nämlich mit der Cash-Cow dahin und dann wissen wir, wo das ist, weil der Geier anfängt zu kreisen. Meine Mine ist gut versteckt. Eigentlich sollte ich mal wieder hinreiten. So, dann gehen wir wieder raus. Und auf in die Prärie. Hallo? Die Geier kreisten über einem bestimmten Punkt am Horizont. Dort musste sich die Mine des Goldgräbers befinden. Richtig. Ah ja. Wendigo. Versteck. Haben wir noch was? Das Himmel und zurück. Es war so heiß, dass die Luft nach Ozon roch. Aber selbst hier hinten kamen die sommerlichen Gerüche nicht gegen den Gestank des Wendigos an. Entschuldigt, da musste ich gähnen. Dann gucken wir doch mal, was der gute Wendigo zu uns zu sagen hat. Dem Geruch zufolge musste das dieser Wendigo sein. Der Schamane hatte recht behalten. Er stank wirklich bestialisch. Hallo Wendigo, wie geht's denn? Da ist ja unsere Dämonentöterin. Da staunst du was? Ich weiß, was du meinen Brüdern angetan hast, aber nicht mit mir. Ich bin immer auf der Hut. Und das solltest du auch sein. Siehst du die Mine da hinten? Ich weiß, warum ich mich von ihr fernhalte. Sie ist einsturzgefährdet. Die Hängebrücke ist wackelig und dunkel wie ein Büffelpopo. Wer weiß, was für Gefahren da lauern. Da bleibe ich lieber hier draußen, in der Sonne, wo es sicher ist. Und ich lasse mich durch nichts und niemanden von hier fortbewegen. Genauso wenig wie von meinem Standpunkt. Gefährliche Orte sind nichts für kleine Kinder. Da kannst du dich auf den Kopf stellen. Der Schamane hatte recht behalten. Der Wendigo war wirklich ein sturer Zeitgenosse. Und er stank so sehr, dass der Gedanke an einen Büffelpopo jeglichen Schrecken verlor. Ja, dann sprühen wir nochmal mit Dreo ein. Bist du verrückt? Lass das! In diesen Spraydosen ist tonnenweise FCKW. Wenn das Zeug in die Atmosphäre gerät, haben wir ratzfatz ein Loch in der Ozonschicht. Du willst doch kein Loch in der Ozonschicht, oder? Na siehst du. Es war so heiß, dass die Luft nach Ozon roch. Aber selbst hier hinten kamen die sommerlichen Gerüche nicht gegen den Gestank des Wendigos an. Lilly entschied, etwas dagegen zu unternehmen. So schaut's aus. Oha, der Himmel sieht seltsam aus. Da könnte ein Ozonloch auf uns zukommen. Das ist nicht gut. Wo ist meine Sonnencreme? Ah, da ist sie ja. Oh, eine Flasche. Ich lasse sie lieber draußen. Sicher ist sicher. Das ist zu freundlich, denn wir haben eine Creme, die fast genauso aussieht. Oh oh, es geht los. Schnell eincremen. Ja, schnell eincremen, und doch ja nicht, dass es einen Sonnenbrand gibt. Schöne Scheiße. Die Sonnenstrahlen hatten den Wendigo übel zugerichtet. Scheinbar war man hier nirgendwo sicher. Demnach war es unvermeidbar, sich an gefährlichen Orten aufzuhalten. Ah, so geht's natürlich auch. Ich hatte eigentlich eine andere Vermutung. So, ui, jetzt haben wir da links unseren Harvey mit dem Gewehr und dem Safari-Hut.
5 von 8, würde ich mal dazu sagen, haben wir jetzt schon eingesammelt. Meine Vermutung war übrigens gewesen, dass er sich aufgrund des fehlenden Fells und so weiter in der Höhle verstecken muss, um der Sonne zu entkommen, aber das ist natürlich auch eine Logik. Oh, jetzt sind wir übrigens direkt vor Ednas Versteck gelandet. Zack, so, gefährliche Orte betreten, aktiviert. Und jetzt mache ich eine Aufnahmepause, denn... ich habe ja schon gesagt, dass es heute nicht sehr lang wird. Und, deswegen beende ich dann für heute die Aufnahme. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe in alter Frische wieder. Ach ja, speichern tue ich trotzdem eben noch. In der Aufnahme. Ja. Da einmal über Speichern. Und dann sehen wir dann beim nächsten Mal Edna in ihrem Versteck wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Und schon wieder herzlich willkommen zurück bei Harveys Neue Augen. Kurz zu meiner Stimme. Ich weiß nicht, ob man es hören kann. In den letzten Aufnahmen habe ich das Gefühl gehabt, dass man es nur ab und zu hören konnte. Ich bin immer noch nicht ganz fit. Das Kratzen im Hals habe ich durch eine Tablette minimieren können. Deswegen werde ich das jetzt nutzen, um so viel wie möglich jetzt noch zu schaffen. Und um das zu tun, werden wir natürlich jetzt erstmal Ednas Versteck betreten. Denn darauf haben wir ja die letzten Folgen hingearbeitet, um gefährliche Orte betreten zu können. So, und dann würde ich es gar nicht mal so gespannt machen. Wir tun's jetzt einfach. Lilly war endlich am Ziel ihrer Reise angelangt. Sie hatte 1000 Gefahren getrotzt. Und schließlich stand sie nun hier, in Ednas Versteck. Die Sache hatte nur einen Haken. Edna war fort. Das ist das Problem. So, was haben wir denn hier? Fernrohr, Notiz, Uhu-Pfeife... Moorsee. Okay, dann fangen wir mit dem Fernrohr an. Die kennen wir, die Kerle. Edna hatte offenbar eine Nachricht hinterlassen. Hoffentlich ging es ihr gut. Lilly, Hilfe! Ich werde bei lebendigem Leibe von einem riesigen Tentakelwesen verspeist. Dun, 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 dun. Nur ein Spaß. Mir geht es gut. Ich habe gerade durch mein Fernrohr die Brücke am Fluss beobachtet. Dr. Marcells Schergen scheinen irgendetwas vorzuhaben. Ich schaue mir das mal aus der Nähe an. Wenn ich nicht zurückkomme, musst du unbedingt Hilfe holen. Aber keine Sorge. Ich pass auf. Wo sind denn nur meine Pauke und meine Stroboskoptaschenlampe? Verdammt. Naja, wir sehen uns ja dann. Tüdelü. Der Brief beruhigte Lilly ein wenig. Aber was, wenn Dr. Marcells Mannen ihre Freundin geschnappt hatten? Lilly musste zur Brücke und nach Edna suchen. Dort würde sie auch Garrett finden. Stimmt, da waren wir nämlich schon und jetzt packen wir einfach mal die Uhu-Pfeife ein. Das bedeutete nichts Gutes. Ohne ihre Uhu-Pfeife ging Edna doch sonst nirgendwo hin. Also schnell wieder zur Brücke. Mal sehen, was wir dort jetzt reißen können, denn eigentlich waren wir da ja schon und da gab es jetzt nicht so sonderlich viel, was wir machen konnten, außer das Revierkraut einzusammeln. Also schauen wir doch mal. Hey, da möchte ich jetzt hin, dankeschön. Verdammte Dreckskarre, ist das zu fassen? Endlich haben wir die Kleine gefunden und jetzt springt der Wagen nicht an. Soll ich vielleicht schieben? Der Wagen hätte schon seit Monaten zur Inspektion gemusst, aber seit dem Unfall lässt der Doktor einfach alles schleifen. Eine Schande ist das. Also war es wahr. Die Wärter hatten Edna tatsächlich bereits gefunden. Warum unternahm Garrett nichts? Lilly musste ihn irgendwie auf sich aufmerksam machen. Wir erinnern uns, wir sollten wie ein Uhu pfeifen. Also machen wir das doch mal. Das bedeutete nichts ohne... Kennen wir doch schon. Dann wenden wir sie mal auf Garrett an. Es war hoffnungslos. Lilly würde Garrett niemals auf sich aufmerksam machen können, solange der Uhu ständig dazwischenfunkte. Ja, ständig ist gut, aber dann werden wir mal den Uhu hier wegpfeifen, wa? Oh, wir können jetzt... Nee, Skip wollen wir nicht.